Zeit. Aber sie können wirklich nicht spielen. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, wir haben heute hier den Platz gewählt, auch vor dem Stephansdom unter anderem, weil Teile der rechtskatholischen Jugend für das Leben ausgerechnet heute am 25.11. eine Kundgebung und Demonstration für die Kriminalisierung von Abtreibung gemacht haben. Es hat Widerstandsaktionen gegeben. Es gab eine Kundgebung, es gab andere kleinere Aktionen und unter anderem stehen wir deswegen auch hier an dem Ort und mit der Aufforderung unter anderem Vatikan, HLI, Opus Dei, Jugend für das Leben, Hände weg von unserer Vulva, Abtreibung ist Frauenrecht. Sie kämpft um ihr Leben und in Würde, Freiheit und ohne Gewalt, jegliche Gewalt. Sie, gemeinsam, alle gemeinsam. Dieser Tag ist ein wichtiger Widerstandstag im feministischen Kalender. Das Recht, über den eigenen Körper, über Schwangerschaft, Verhütung, Abtreibung, Geburt zu bestimmen, ist immer noch nicht selbstverständlich. Dieses Jahr versucht die katholische Kirche ausgerechnet diesen Tag in Wien mit dem Marsch für das Leben für sich zu vereinnahmen. Klerikalfaschistinnen und Faschisten wie HLI und katholische Jugendliche greifen Frauen an, indem sie ihnen das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper absprechen. Die Kampagne MeToo derzeit täglich Teil neuer Meldungen in den Medien. Schon 2006 hat die afroamerikanische Aktivistin Tarana Burke diese Initiative gestartet. Im Oktober 2017
hat die Schauspielerin Alyssa Milano die Kampagne erneut aufgegriffen, um sexuelle Übergriffe anzuprangern. Jede Frau weiß aus eigener Erfahrung, dass sexuelle Belästigungen in einer patriarchalen und sexistischen Gesellschaft Alltag sind. Wenn eine Frau öffentlich sexistische Gewalt anklagt, ist sie zusätzlich Verharmlosungen, Schuldzuweisungen, Verdrehungen, Drohungen und Angriffen ausgesetzt. Die ÖVP befindet sich in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ, die durch offenen Rassismus und Antisemitismus, Homo- und Lesbenfeindlichkeit und ihr reaktionäres Frauenbild auffällt. Im Bundespräsidentenwahlkampf 2016 hat der Kandidat der FPÖ, Norbert Hofer, ein Handbuch für die freiheitliche Politik verfasst. In diesem wird die Gebärmutter als Ort der mit der höchsten Sterbewahrscheinlichkeit in Österreich beschrieben. Seine konkreten Maßnahmen zur Vermeidung von Schwangerschaftskonflikten beinhalten die Forderung nach der Einführung einer verpflichtenden Bedenkzeit von 3 Tagen für Frauen zwischen einer verpflichtenden Beratung und dem Schwangerschaftsabbruch. Weiters lehnt Hofer die Gleichstellung von Frau und Mann auf allen Ebenen ab, denn diese führe zur Auflösung der Familie. Kirche, Küche, Vaterland. Unsere Antwort: Widerstand. Kirche, Vaterland. Unsere Antwort: Widerstand. Heute bzw. 2 Botschaften. Die erste Botschaft lautet, wenn einer Frau irgendwo auf der Welt was passiert, dann sind wir alle gemeint. Die zweite Botschaft ist, Selbstverteidigung zu entkriminalisieren. Wir hatten heuer in Griechenland sehr viele Prozesse mit verschiedenen Ausgängen und die meisten waren nicht positiv. Von uns aus gesehen, wenn ein Mann eine Frau tötet, dann macht er das entweder aus Liebe oder sie hat ihn provoziert. Wenn eine Frau einem Mann was antut, dann ist das kaltblütiger Mord. Das Kapital, Menschen.
Dominiere quel padrone, son tutti da ammazzar. Oh, io li alla, e la Lega crescerà. E altri lavoratori, e altri lavoratori. Oh, io li alla, e la Lega crescerà. E altri lavoratori, vogliamo la libertà. Also, ich habe schon sehr oft sexuelle Belästigungen erfahren müssen. Am Anfang bei meiner ersten sexuellen Belästigung war es so, dass ich mich eigentlich gar nicht bewegen konnte, mich kaum körperlich wehren konnte. Ich konnte Stopp und Nein sagen, aber wehren, das ging damals nicht. Man muss dazu sagen, das war eine Situation, wo ich dem betreffenden Täter vertraut habe, weil es mein Musik- und Gesangslehrer war. Und das hat sich damals auch so irgendwie eingeschwindelt, eingeschlichen. Es ist von einem Massieren zu einem irgendwie viel, viel mehr geworden. Und ich habe dann gesagt, stopp, lass das, hör auf, aber das wurde ignoriert. Ich konnte zum Glück dann noch im letzten Moment flüchten. So. Dieser Mann hat mich dann öfters weiterhin verfolgt, belästigt und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, jetzt reicht's, ich gehe zur Polizei. So. Dann war ich bei der Polizei und die Polizisten haben mir als erstes die Frage gestellt, warum sind Sie nachts am Abend alleine unbegleitet auf der Straße? Ich bin das Loch. Das Loch, das du in mir siehst. Das Loch, für das du mich hältst. Also spreche ich jetzt zu dir. Ich bin das erste Loch, das du besitzen wolltest. Ich bin das Loch, in dem du deine falsche Männlichkeit entdeckt hast. Mein Schweigen hat dich erregt. Mein Schmerz hat dich kalt gelassen. Und du hattest Spaß? Ja, den hattest du. Me too. Ich bin das Loch, das dir auf der Straße gefällt. Meine Träume, meine Ideen, meine Visionen, meine Würde interessiert dich nicht. Das, was du willst, hat in deinem Kopf keine eigene Geschichte. Me too. Ihr könnt natürlich alle mitdenken. Ja, das macht warm, verdammt, was ich weiß. Okay?
die Rechte Guatemala. Trotzdem, der Artikel 2 der guatemaltekischen Verfassung besagt, dass der Staat Garant für Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, den Frieden und die ganzheitliche Entwicklung jedes Individuums ist, in der Realität der Frau in Guatemala eine andere und gibt Grund zu größter Besorgnis. Das Maß an Gewalt und Kriminalität, welches sich in Guatemala gegen Frauen, Mädchen und Kinder richtet, steigt kontinuierlich, während die Gesellschaft diese durch ihr Schweigen zur Normalität erklären will. Importancia de las mujeres a nivel mundial en contra de la violencia de la mujer. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes advertían de lo que entonces parecía era un secreto a voces. El régimen del presidente Rafael Trujillo en el año 1930 al 1961 iba a matarla. El 25 de noviembre en 1960 su cuerpo fue aparecido en un barranco al interior de un auto, jeep, junto con sus dos hermanas, Patria y Miner y María Teresa, y el conductor del vehículo, Rufino de la Cruz. Also Bedeutung der Frauen weltweit gegen die Gewalt an Frauen von Miriam Perez. Wenn sie mich töten, werden meine Arme von der Erde aus dem Grab rauskommen und ich werde damit stärker. Mit diesem Satz antwortete die dominikanische Aktivistin Minerva Mirabal Anfang der 60er Jahre an all diejenigen, die sich vor einem nicht mehr zu großen Geheimnis warnten, dass der Regime des Präsidenten der Dominikanischen Republik Rafael Leonidas Trujillo von 1930 bis 1961 sie töten wurde. Am 25. November 1960 wurde ihren Körper völlig entstellt, in einem tiefen Abgrund gefunden, in einem Auto, gemeinsam mit ihren zwei Schwestern Patricia und Maria Teresa sowie der Fahrer des Vehikels Rufino de la Cruz. Mehr als ein halben Jahrhundert danach wurde die Versprechung Minerva wahr. Ihren Tod und ihre zwei Schwestern in den Händen der Lomsei ist nach vielen Experten ein Ende der fundamentalen Faktoren, die zu das Ende des Trujillo-Regimes führte. So wurden die Namen der Schwestern Mirabal zu internationalen Symbol des weltweiten Kampfes der Frauen. Oh, die internationale Solidarität! Oh, die feministische Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Marke Kovado Hakala, ja, Gabdal, du guckst du Somalia, Bokol Kibo, Bokol Walu, du guckst du Somalia, Ego, was wird der Gerenini? Marke Gara, Chanson und Nixon, und du warst an der Sidet, und du warst an der Tau, der Hansu, weil du guckst du da Somalia. Das war ja noch wieder war ein Lager, und ich habe es in einem Ad oder Sahato, aber auch ein Motto. Okay, von mir kriegt sie jetzt die deutsche Übersetzung. Das, sie hat gerade die Probleme in Somalia in 5 Punkten festgemacht. Das erste ist FGM. In Somalia sind 98% der Frauen beschnitten. Das zweite ist, dass in Somalia die Abtreibung illegal ist. Was heißt, wenn eine Frau zum Beispiel die 4, 5 Kinder hat, bei einer Abtreibung stirbt, dass die Kinder als Waisen zurückbleiben und sich kein Mensch darum kümmert. Dabei ist das zerstörerische System des Kapitalismus mit seiner Eroberungs- und Vergewaltigungskultur einer der Ursachen für diese Gewalt. Im Jahrhundert der Frauen leisten nicht zuletzt in Kurdistan, im Mittleren Osten und überall auf der Welt Frauen einen Kampf gegen dieses frauen- und gesellschaftsfeindliche Herrschaftssystem. Beim lateinamerikanischen Frauenkongress 1981 wurde am 25. November zum internationalen Kampftag gegen die Gewalt an Frauen berufen.
auch wenn unsere Bewegung seit diesem Tage stets wächst und wir an Erfahrungen und politischem Bewusstsein dazu gewinnen konnten, so bleibt die Gewalt an Frauen weltweit bis dato traurige Realität. Wir haben einen Anlass, hier zu sein, genau hier, auch deshalb, weil heute die Jugend für das Leben, das ist ein katholischer Verein, der de facto der Kirche direkt untersteht und somit dem Kardinal, die Frechheit hatte, diesen internationalen Tag gegen Männergewalt an Frauen zu missbrauchen für einen Aufmarsch, um für ein totales Abtreibungsverbot auch in diesem Land zu demonstrieren. El autor y su obra. El ballet, el bal. Necesitamos comprender qué hay dentro del cof. Hay mucho, mucho. ¿Qué es, Despierro? ¿Qué es esto? Esta materia. ¡Deportación! ¡Pero qué te crees que tú vienes de África! Als bei un rot. Rot. Un rot. Aquí. Deine Blut nicht gut? Aquí. 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 Tú, aquí. Con miedo. Nadie se escapa de esta vida. La corona del rey. Aquí. Ya, peta. Un máximo. Aquí, Marino. Aquí, la corona, aquí, aquí. Alex B, Alex B. Alex B. ¿Dónde está rojo? La violencia, la injusticia, la bandera. Estamos unidas.